es gibt, und das musst du merken, für alle Romantic Moments in deinem Leben, Tobi. Oh, Achtung. Die C-taktilen Fasern. Was? Ja, die C-taktilen Fasern. Die C-taktilen Fasern, Baby. Komm mal zu mir. Oh, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Okay. Machen wir jetzt ein bisschen, spürst du mich, fühlst du mich? Ja, nein, ist ja schön. Ich umarme dich gerne. Nein, aber spürst du es schon? Es hat vielleicht schon einen Effekt auf dich. Umarmungen tönen ja nicht nur gut, sind nicht nur gut. Sondern? Sie sind auch gesund. Gesund? Sie tun uns gut, ja, tatsächlich. Also gesund, inwiefern gesund? Ja. Für die psychische Gesundheit oder alles? Es gibt diverse Studien, die zeigen, dass Umarmungen, Berührungen gut sind für unser Immunabwehrsystem. Und das können wir alle brauchen. Mhm. Also, das heisst, wenn wir uns umarmen, dann nachher tun wir unserem Körper etwas Gutes. Außer natürlich in einem Covid-Fall oder so. Aber es gibt interessante Studien. Umarmungen fühlen sich immer noch ein bisschen verboten an, ja. Obwohl man es jetzt wieder häufiger macht. Ja. Also, es gibt spannende Studien zum Thema Macht der Berührungen, wo man hat können zeigen, dass 20 Sekunden Umarmung, also ich glaube, wir haben jetzt nicht mal 20 Sekunden umarmt. Aber wir müssen nachher nochmal. Gut. 20 Sekunden Umarmung und 10 Minuten Handheben, das hat einen Impact auf dein Herz-Kreislauf-System. Also der Blutdruck und auch der Herzschlag, die senken sich. Und darum gehen die AutorInnen von dieser Studie davon aus, dass Menschen, die sich häufig berühren, weil sie zum Beispiel in einer stabilen Partnerschaft leben, dass sie tatsächlich weniger anfällig sind für Herz-Kreislauf-Probleme. Kann man denn sogar sagen, dass Berührungen heilen? Oder ist das überspitzt? Nein, das macht es sicher nicht. Aber es hilft dem Körper, mit Krankheiten zum Beispiel besser fertig zu werden. Wie das genau funktioniert, das weiss man noch nicht. Man weiss aber, dass ganz ein wichtiger Impact ganz sicher das Zusammenspiel von Haut und Berührung und dem Gefühl, das es auslöst, spielt. Das heisst, wenn jetzt ich dich zum Beispiel berühre oder umarme, dann nachher schüttet dein Körper Oxytocin aus, Kuschelhormon. Ja. Das wiederum ist ein direkter Angriff auf dein Stresslevel, weil das baut Stresshormon ab und Stresshormone können dein Immunsystem nicht mehr supprimieren. Und Oxytocin selber hat wahnsinnig tolle Eigenschaften, zum Beispiel nämlich ist es auch schmerzstillend für deinen Körper. Das heisst, es baut Ängste ab, Schmerzen und eben auch gibt mehr Immunfunktion. Möglichkeit für deinen Körper. Was mir auch immer wieder auffällt, ist, oder es gibt ja so Umarmungen, wo man das Gefühl hat, die tun jetzt so richtig gut. Ja. Ich weiss nicht, oder ist es vielleicht der richtige Druck, ist es der richtige Mensch, keine Ahnung. Aber gibt es so etwas wie die perfekte Berührung, Umarmung, Streicheleinheit? Ich habe persönlich schon das Gefühl, es ist doch mega abhängig vom Moment und auch vom Mensch. Vom Moment und vom Mensch, genau. Aber es gibt, und das musst du merken, für alle Romantic Moments in deinem Leben, Tobi. Oh, Achtung. Die C-taktilen Fasern. Was? Ja, die C-taktilen Fasern? Die C-taktilen Fasern, Baby. Die okay. haben nämlich Forscher entdeckt, schon in den Nullerjahren. Und man weiss, dass die auf ganz eine bestimmte Art von Berührung ansprechen und dann eben reagieren. Und das hat man herausgefunden mit einem Pinseltest, wo man mit einem Pinsel Menschen berührt hat. Aha. Und? Also, zum Mitschreiben für Romantic Moments. C-taktile Fasern reagieren dann oder sprechen dann gut an, wenn du eine Berührung hast von 2 bis 3 cm pro Sekunde. Das ist schwierig, ich habe das auch noch nie gemessen. Aber ich kann schon mal ausprobieren. 2 bis 3 cm pro Sekunde. Also eher langsam. Und die Temperatur sollte im Idealfall bei 32 Grad. Ich habe mega kalte Hände. Das ist nicht so C-taktil gerade. 32 Grad, das ist normalerweise Körperwärme. Ja. Ziemlich normale. Und wenn das eben stimmt, dann nachher entsteht ein perfekter Mix. Und unser Hirn schüttet dann Dopamin aus, Glückshormon, aber auch das Oxytocin, das Kuschelhormon. Und das hat wiederum einen Effekt, einerseits auf den Blutdruck, der sinkt, Atemfrequenz, die sich verlangsamt und auch den Herzschlag, der gesenkt werden kann. Alles in allem perfekter Happy-Go-Lucky-Mix oder eben für einen romantischen Moment ein mega schönes Erlebnis. Ich habe ehrlich gesagt aber auch das Gefühl, entgegen diesen ForscherInnen, dass sich bei mir nichts verlangsamt in so Berührungsmomenten, sondern dann bist du doch erst recht. Ja, das stimmt.
Aber es funktioniert eben tatsächlich auch nicht bei jedem Mensch, oder? Das ist nicht bei allen? Nein. Weil das ist ja, das wäre gestimmt, das habe ich jetzt mir gerade auch überlegt. Oder kannst du dann einfach bei jeder Person so ein bisschen... Nein, hör auf. Also ich meine, weißt du noch, und früher schon? In diesen Lagen, wenn mich der Martin mit seinen Patschhänden anlangen wollte, aber ich so, das war nicht sehr taktil. Aber es gibt... Sorry, Martin. Okay. es kommt tatsächlich... Im Hirn zuerst den Tastreiz an, also wie wird ich berührt, wo wird ich berührt. Und dann wird das eben auch kombiniert mit dem visuellen Reiz. Also das Hirn checkt dann sofort, aha, wer langt mich da an. Und wenn es eine dir vertraute, liebe Person ist, dann nachher tust du das natürlich positiv konnotieren. Hingegen, wenn es der Martin ist, dann oder irgendein fremder Mensch, dann nachher tut das nicht so richtig. Genau. Aber wie ist denn jetzt das, wenn ich mich einfach selber ein bisschen umarme? Funktioniert das auch? Ich finde es schon schön, aber es bringt dir wenig, weil das Hirn durchschaut. Und zwar schon bevor ist der Reiz so? Im Hirn ankommt, aber wird im Rückenmark konstatiert, aha, da lange ich mich selber an den Hirn. Unser Hirn macht absolut den Unterschied, beziehungsweise unsere Reize werden sofort klassiert. Nichts C-taktil? Nein, das schaffst du nicht. Aber ein Hund wäre eine Empfehlung, ein Haustier. Nein, ist tatsächlich so, dann umarme ich mich lieber selber. Oder deine Pflanzen die haben. Nein, aber bei den Hunden hat man tatsächlich die sind alle braun. Dass laut Studien Körperkontakt mit Hunden, also wenn man die streichelt, dass auch das einen Stressabbau bedeutet für unseren Körper, dass uns das wirklich gut tut und wir die entsprechenden Hormone ausschütten. Spannend. Mhm. Also muss ich mir das mit dem Hund vielleicht doch noch mal überlegen. Goldfisch geht auch. Ja, das sucht ihr doch einfach mal. Den kannst du natürlich nicht so richtig streicheln. Gute Momente. Okay. Dann klappt das schon. Also. Und wie ist das bei euch? Wie wichtig sind eure Umarmungen? Glaubt ihr auch an die Macht der Umarmungen und Berührungen? Schreibt es uns und wenn wir schon dabei sind, verschenkt doch eine virtuelle Umarmung oder einen Gucci für einen richtig schönen Hack. Taggt einfach die Person, die sie bekommen soll, unten in den Kommentaren. Berührungen sind extrem wichtig fürs Wohlbefinden, fürs Wachstum, aber sogar fürs Überleben. Das zeigen wir euch hier in unserer Sendung. Zum Beispiel, wie Kleinkinder, die nicht berührt werden, sogar daran sterben können. Umarmung aus Sicht der Wissenschaft findet da viel Spass.